So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man X2. Beim letzten Mal haben wir leider gefrustet, beziehungsweise ich, weil diese Minibosse echt für den Arsch sind. Und naja, jetzt machen wir weiter mit Wire Sponge Stage und dem lieben Jörn. Hallo. Hallo. Ich werde auch verprügelt. Nein, bist du nicht. Du bist mein Begleiter. Kein Minibus. Hey, Freunde. Freunde, es tut mir echt leid, dass ich da leider so ausfallend geworden bin, aber der Affe war noch zu verzeihen. Da war der Damage-Output einfach unglaublich hart. Das war's beim. Kannst du mal kurz ins Startmenü gucken? Ja, boah, ich hab nicht so gut, das Teil ist da. Boah, sehr gut. Bist du ekelhaft. Du schneidest Köpfe ab. Ja. Jedenfalls, aber der alte Mann, ich meine, man muss ja erstmal herausfinden, dass man ihn nahe über den Kopf schießen kann, damit er automatisch springt, um ihnen Schaden zufügen kann. Wenn man das nicht herausfindet, dann kannst du ja gleich einpacken. Eventuell haben die auch Schwächen, aber das weiß ich halt jetzt nicht. Stimmt, das wollte ich nachgucken in der Pause, ob die Schwächen haben. Achso, du kannst auch nachgucken, wie ich an den Energietank gucke. Kannst du es ganz schnell kurz machen? Natürlich. Wenn das dann schon kurz ein bisschen Zeit, ne? Na, jedenfalls gehe ich einfach nochmal zurück. Lauf erstmal weiter. Ja, ja. Ich gehe einfach zurück, jedenfalls. Ba, 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 ba. Ah. Dann gehe ich einfach gleich wieder ans selbe zurück, wenn du weißt, wie man das machen kann. Bei Energietank und so und hätte ich echt gerne. Also ist hier auch ein Upgrade? Ich glaube nicht. Nein, hier gibt's kein Upgrade. Ich weiß jetzt auch, wo das letzte Buddy Upgrade ist. Ich habe mich wieder daran erinnert. Was das wäre? Das sage ich dir, wenn es soweit ist. Okay. Ich will ja nicht Spannung rausnehmen. Ach, die machen gar keinen Schaden. Könntest du mich mal bitte in Ruhe lassen? Danke. Ach, diese Tentakeln ohne Scheiß, ne? Ja, mein X2 Items. Guckst du nicht einfach unter YouTube bei Videos? Das dauert zu lange. Ich guck bei Spieletipps. Naja, oder ich hab Werbung gemacht. Oh fuck. Ja, okay, der Skorpion ist echt schlecht positioniert. Ah, oh, fuck, daneben. Ah! So, ab geht's an Spongewire. Der dürfte ja die Feuerschwäche haben, ne? Wire Sponge. Ja, der hat die Feuerschwäche, so viel ich weiß. Sehr gut. Wo steht denn das drunter? Unter Retro wird das stehen, ne? Weiß nicht. Ich guck mal unter Retro, ob's da steht. Oh Gott. Super Nintendo. Wow. Oh, das ist aber fies. Das ist aber fies. Oh, was? So. Ich bin mal kurz im Bosskampf gezwitscht, um zu sehen, was Exo macht. Was macht er? Er ladet sich auf, du kannst nicht angreifen. Einfach springen. Ja, wird jetzt zur Seite gehen und hier die Blitze schießen. Würde ich ihn nicht mehr berühren, der ist elektrisch aufgeladen. Ja, ich wollte ihn nur töten. Und, rausgefunden. Das weiß ich schnell. Mega Man X, Mystic Quest Legend, Internet, häng mich. Internet, hallo. Danke, Mega Man X, bei da ist es. Du kriegst auch was mit Shane. Wetten? Mal sehen. Du bekommst. Ah, Strike Chain. Damit kann ich mir Items zu mir ziehen, ne? Ja. Aha. Kannst du damit eventuell Leben und so durch Wände herziehen? Ich glaube nicht, aber du kannst ja an der Wand ranziehen. Okay, also geh ich einfach nochmal kurz rein. Guck grad, wo es steht. Na, ich gebe mir das mal wieder dasselbe, ne? Ja. Guck erstmal, ob du so hochkommst. Wenn nicht, ich lese grad nach. Ja, ja, oh, jetzt darf ich hier wieder alles machen. Yay! Oh Gott.
Allgemein machen wir immer einen Fortschritt. Das Level war ja vergleichsweise einfach. Ja. Ah, okay. Ah. Ich versuch's lieber von der anderen Seite. Von der Seite erscheint mir das wesentlich einfacher. Wobei. Okay, ich mach's von der anderen Seite. Uah. Das war intelligent. Achso, es geht nur gerade. Das geht nur gerade. So komme ich aber nicht ran. Leon. Was? Was machst du bei aufgeladenen Angriff? Mal sehen. So komme ich aber nicht ran. Warte, ich lese mir gerade durch. Und Orte E-Tanks. Einer ist ein Flamestack. Haben wir den schon? Ich denke nicht. Na, geht jetzt erstmal gerade, weil ich gerade hier bin. Ich warte ja. So, Wire Sponge. Etwas in der Mitte der Stage, da wo der Regen anfängt, sind Raketen, die immer nach oben und unten fliegen. Bring auf die erste Rakete. Warte, bis sie oben ist und springe an die Wand links. Springe an der Wand entlang nach oben bis zum Vorsprung, vom Vorsprung aus nach rechts rüberspringen und da ist okay. Der Energietank. Ah. Hast du? Okay. Ja, ja, hab ich. So wie ich dir einfach erklären wollte, oder? Ja, naja, ich dachte, du wolltest gleich an die Wand rein. Nee. Wie gesagt, einfach an die Wand springen, da hast du ein Leben und dein E-Tank. Sehr gut. Kann ich gebrauchen. Ah, E-Tank ist oben. Ja. Hoppa. Hast du beim letzten Mal die versteckte Fähigkeit erreicht? Was? Hier ist eine versteckte Fähigkeit? Ja, es gibt im ersten Teil hast du die gar nicht gezeigt. Wo sind die hier? Ach, du meinst den Hadouken. Mega Man X1 meinst du jetzt. Ja, ich weiß was hier, aber wo soll hier bitte jetzt gerade. Warte, gibt's hier jetzt gerade irgendein Upgrade? Warte, ich lese mich gerade durch. Regator. Ne, hier ist nichts mehr. Okay. Aber ich sehe gerade, wo alle Herzcontainer sind. Haha. Gut. So, dann gehen wir mal nächstes. Bei dem Flame-Typen müssen wir uns jetzt den Energietank wiederholen, ne? Ja. Wo soll der sein? Gleich am Anfang der Stage, rechts an der Wand springen, also auf den Käfer und der fährt sich nach oben. Ach so. Ne, hab ich doch schon. Oder? Ja? Ne, ich glaube, ich habe doch den Safe geladen, ne? Ich glaube, deswegen habe ich den jetzt nicht. Na, mal sehen, wir holen uns einfach kurz. Die nächsten werden. Bei Bubble Crab? Ja, den habe ich ja geholt. Oder? Nee, da müsstest du ja 3er haben. Du hast, glaube ich, 2. Ja, komm. Käfer. Moment. Aha. Nee, den hab ich sogar schon. Hä? Mach mal im Winter auf. Ja, dann hab ich den schon. Dann hab ich den bei Bubble Crab nicht. Dann findet ihr den bei Bubble Crab, den erklär ich dir dann. Oh Gott, Mann, dieses ganze Backtracking, ey. Boah, der bei Bubble Crab klingt kompliziert. Es war wahrscheinlich einfach. Hoffe ich. So, jetzt tauschen die erstmal wieder. So, mal sehen. Da darfst du übrigens mit Bubble Crabs Fähigkeit arbeiten. Am besten probieren wir das erstmal aus. Oh Gott, mal sehen. Stell dich irgendwo ins Wasser. Oh Gott. Was so? Warum schießt er mal automatisch die Blasen? Nein, Leben! Warte! Ah, hier kann man sich Leben farmen. Okay, haben wir schon mal die Frage geklärt. Sehr gut. Weh. Moment. Ich bin so fucking gut. So. Yay, Leben! Sehr gut. Nimm mal Bubble Crab so. Wieder. Lad das mal auf, dann. Ja, ich musste erstmal Fische töten. Aber jetzt stelle ich ein Stück weiter runter. Lass das mal und los. Jetzt? Loslassen. Und kannst dich auf die Blasen draufstellen.
Also, was steht da? Also, ich komme unglaublich hoch. Ah, okay. Jetzt du hochspringen kannst, ist gut. So, jetzt gehst du weiter bis zu dem U-Boot. U-Boot? Heißt das hier? Ja. Dann bis zum ersten schwarzen Felsen musst du nur laufen. Brauchst du dich abschießen. Ja, ich versuch's aber loszuwerden. Bis zum ersten schwarzen Felsen. Ja, hinter dem Tor, wo es zum ersten Mal reingeht. Also wo es jetzt runtergehen möchte dann. Ach hier. Ja. Und da dann den ersten schwarzen Felsen, der kommt. Nee, runter erstmal. Ja, warte. Ja, gut, hol dir Energie. Hier oben war ja. Da oben war ja der Herzcontainer. Ja. Hier soll jetzt irgendwo ein erster schwarzer Felsen kommen. Verstehe ich nicht. Ach der. Ja, nee, so, warte. Mit. Doch, ja, ich was glaub, soll ich jetzt? Lauf mal weiter. Hier wahrscheinlich. Du sollst der den Bubble-Shoot aufladen. Und durch den sollst du irgendwie mega hoch springen können. Und dann sollst du da irgendwie hochkommen. Ja, der war schon mal intelligent. Oh, lass mal das U-Boot endlich verschwinden. Verstehst du jetzt, wie ich das meine? Ja, hab schon. Ist, da ist eine Waffenauflade. Auf der anderen Seite wahrscheinlich dann. Rüber. What? Heißt der erste schwarzer Felsen. Was zur... Verstehe ich nicht. Da muss man irgendwie rüber. Oder kann man noch weiter hinter lang? Da oben was ist. Achso. Ah! Warte. Moment mal. Wie soll ich denn so hoch kommen? Houston, wir haben ein Problem. Ich komme da nicht hoch. Bis zur Wasseroberfläche und dann sehr oft springen stand da. Ah, ja gut, dass das jetzt nicht mehr geht. Das ist gerade leicht beschissen. Echt beschissen ist, dass mir gerade Avira dazwischen funkt. Danke. Ah! Das ist eine Waffenauflade. Warte, welche Waffe geht das jetzt? Guck mal nach. Mal sehen. Ja, der Bubble Shot. Aber der hat kaum was. Also jetzt muss ich den hier loswerden. Ach, komm her. Komm. Oder Quallen fischen, Quallen. Qualle tot. Quallenlein, Quallenlein, Quallenfischen ist der Hit. Oh nein, dick alle mit, ich bin's mein Spaß. Oh Mann. Was zur... Du sollst... Man kann bis zur Wasseroberfläche rausspringen, so steht's hier. Also, irgendwie bei mir nicht. Ich war jetzt da an dem höchsten Punkt, aber... Ich hab's gesehen, also. Ah, Moment mal. Also erstmal brauche ich eine Waffe, mit der ich mich noch verteidigen kann. So, Moment mal. Hä? Verstehe ich nicht. Boah, diese Quallen ohne Scheiß, ne? Wow! Hä? Raff ich nicht. Was soll denn der Mist? Er ist zum ersten Felsen. Ah. Moment mal, warte. Ich gehe mal kurz wieder raus aus dem Level. Wird ja alles aufgeladen, ne? Ja. Moment, Moment. Ich hab ne Idee. Ich guck grad, ob da noch eine einfache Methode steht. Wenn nicht, guck ich da noch mal auf. Ja, ich glaube, ich muss da zur Seite springen dann. Hier stehen noch mal alle Kampfplätze, die ich aber weiß. So, Regator, gib mir ein Leben. So. Okay, hab ich ne Idee. Qualalei, Qualalei, ich bin eine Qualalei.
viel Schaden der baut, ey. Quelle der Leid. Oh Gott. Wuhu! Okay, ich guck mal schnell ein Video nebenbei. Und okay. Guck mir das an. Wie man das macht. Wenn mein Video laden würde. Genau, du wirst wie bei dem Shirt nicht hinkommen. Oh. Jetzt braucht ihr erstmal 30 Jahre. So. Diese Quallen, ohne Scheiß, ne? Ich hab schon eine Idee, aber. Ich würde gerne, dass er einen Laser verschwindet, weil er mir gerade ordentlich auf die Nerven geht. Na komm, mein Gott. Wow, Werbung! So, dürfte gleich kaputt sein. Was, da wächst einmal das Eiskalte Flosse nach, willst du verarschen? Hoppa! Opa. So, jetzt erstmal kurz Energie. Hopp. Hoppa. Okay, so, hab einen Plan. Wird aber doof wegen den Quallen. Moment. Energie. Wow. So, Moment. So. Das dürfte jetzt funktionieren. Hopp. Oh Gott. Nee. Verstehe ich nicht. Ah! Ja! Ja! Ups! Wie auch mal das jetzt gerade geklappt hat. Yay, ich hab's geschafft. Ich hab auch gesehen, wie der Typ das gerade geschafft hat, wo du es hattest. Oh Gott. Kleiner Sieg jetzt mal nach Stunden wieder. Wie viel Videozeit gefressen? Mal sehen, wahrscheinlich ist das Video schon zu Ende. Ja, ist schon zu Ende. Ah, geil. Naja, wie man es nennt. Gut, dann sag mal tschüss. Okay. Das war ja, auch für den heutigen Part so. Ja, vorhin tut mir gerade wie Backtracking, aber sowas muss ja auch sein. Von daher, bis zum nächsten Mal mit mehr Action und ciao.